Einen schönen guten Tag, willkommen zum Frag selbst. Bei uns ist nach wie vor Martin Schirdewan, der Vorsitzende der Linken, und eure Fragen wie immer direkt in den Stream. Wir haben vorher aber schon Fragen gesammelt und mit denen starten wir jetzt mal. Herr Schirdewan, wenn man zufällig 100 Leute auf der Straße nach ihrem Namen fragen würde, wie viel davon denken Sie hätten eine Ahnung, wer Sie sind? Das kann ich nicht genau beantworten. Ich hoffe zumindest einige, aber da wir hier miteinander ein Interview führen und sicherlich auch eine gute Quote haben, werden das nach dem heutigen Tag mehr sein. Ordnen Sie sich einem der beiden immer zitierten Lager der Partei zu? Und wenn ja, welchem? Ja, als Parteivorsitzender bin ich natürlich darum bemüht, die Partei als Ganzes nach vorn zu bringen und auch inhaltliche Diskussionen, die unterschiedliche Positionen hervorbringen, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Genossinnen und Genossen zu moderieren an dieser Stelle und dann aber auch auf Entscheidungen, Positionsfindungen hinzuwirken. Ich selbst ordne mich keinem Lager zu. Ich bin ein Parteivorsitzender für alle. Mit welchen konkreten Maßnahmen haben Sie vor, die innerparteilichen Streitigkeiten zu befrieden? Es geht zunächst mal darum, die Dissonanz, die in der Partei lange geherrscht hat und die keine positive Diskussionskultur mehr war, sondern eine, wo viele Positionen nebeneinander gestanden haben, so zu überwinden, dass deutlich wird, was tatsächlich die Parteiposition ist. Und das geht über eine enge Abstimmung zwischen dem Parteivorstand und auch der Fraktionsspitze, den Landesvorsitzenden an dieser Stelle, bis in die Kreisgliederung hinein. Der Parteitag hat uns da klare Positionen mit auf den Weg gegeben und wir arbeiten daran, entsprechende auch Strukturen und Abstimmungsprozesse zu entwickeln, damit wir deutlicher mit einer Stimme nach außen kommunizieren. Und ich kann sagen, das gelingt bislang nach dem Parteitag schon ganz gut. Das ist mein Eindruck. Sicherlich kann man immer besser werden, aber wir schaffen das. Was haben Sie an Handfestem geplant, um den Sexismus und die Übergriffe auf Frauen in Ihrer Partei entgegenzuwirken? Wir haben bereits auf der ersten Sitzung des Parteivorstandes nach dem Parteitag ein Maßnahmenpaket beschlossen, zum Beispiel verbindliche Bildungsangebote für Funktionärinnen und Funktionäre in der Partei. Wir haben beschlossen, flächendeckend Awareness-Strukturen anzubieten, Ombudspersonen in den Landesverbänden zu benennen, an die sich Betroffene wenden können. Wir werden eine Vertrauensgruppe ins Leben rufen. Wir haben schon eine, aber wir werden die weiterentwickeln zu einer Vertrauensgruppe, die gremienunabhängig ist, also nicht eng an Parteigremien gebunden ist, damit dort keine Verschränkungen sind, sondern dass eine unabhängige Vertrauensgruppe ist, wo sich auch Betroffene daran wenden können. Und wir werden einen Expertinnenpool einrichten, die mit unterschiedlichen Expertisen dann zur Verfügung stehen, um Betroffene zu beraten, zu unterstützen. Und wir arbeiten intensiv daran, die Strukturen und auch die Verfahren zu schaffen und auch die Kultur vor allem in der Partei zu schaffen, damit die Partei ein sicherer Ort für alle wird und damit es in der Zukunft nicht zu sexuellen Übergriffen in irgendeiner Art kommen kann. Bisher hat noch fast kein Beschuldigter von MeToo Konsequenzen erfahren müssen. Wie bewerten Sie das? Ja, die Dinge sind natürlich Gegenstand, wenn sie Gegenstand sind, von zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Verfahren. Und Sie werden verstehen, dass ich an dieser Stelle dazu keine Position beziehen kann, also mich nicht in Verfahren einmischen kann und dazu auch nicht äußern kann. Wir als Parteivorstand haben den klaren Auftrag, vom Parteitag die entsprechenden Strukturen zu schaffen und für die Kultur zu arbeiten, dass solche Vorkommnisse in Zukunft, dass sexuelle Übergriffe nicht mehr möglich sind. Und wir tun unser Bestes. Und ich muss alle bitten an dieser Stelle auch, und ich habe wirklich großes Verständnis für die Ungeduld, die da bei einigen herrscht. Ich muss alle bitten, uns da auch ein bisschen Zeit zu geben, weil wir eben das nicht von heute auf morgen schaffen, sondern dass ein Prozess ist, der in einer großen Organisation wie einer bundesweit aufgestellten Partei, und wir kommen ja nicht auf der Wassersuppe dahergeschwommen, wir haben stark aufgestellte Landesverbände in allen Bundesländern. Das dauert Zeit und um diese Zeit bitte ich und ich werbe da auch um das Mittun derjenigen, die unsere schärfsten Kritiker sind und Kritikerinnen, uns darin zu unterstützen in diesem Vorhaben. Wie sehr wurmen Sie die Aussagen von Frau Wagenknecht, wenn sie von einem Krieg gegen Russland spricht, den wir führen? Ja, ich halte diese Aussage, und Sie beziehen sich da, glaube ich, auf den Tweet, der kürzlich veröffentlicht wurde. Ich halte diese Aussage klar für falsch, aber der Tweet ist an dieser Stelle ja auch korrigiert worden, auch nochmal in Richtung einer Bewertung des Angriffskrieges Russlands. Und die Partei hat sich da eindeutig positioniert. Es handelt sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und das ist Parteiposition ohne Wenn und Aber.
gibt auch andere Fragen zu diesem Thema, nämlich warum wird das einzige charismatische Aushängeschild der Linken, Sarah Wagenknecht, angefeindet und ihr der Ausschluss angedroht? Also ich drohe ihr den Ausschluss nicht an und dass wir hin und wieder auch in der, beziehe mich nochmal auf diesen Tweet konkret, in dieser Twitter-Aufregung, in diesem von einer Sekunde auf die andere Sekunde reagieren, übers Ziel hinausschießen in der Kommunikation, das gefällt mir auch nicht. Das muss ich ganz klar an dieser Stelle sagen. Ich bitte da auch alle um Ruhe in diesen Auseinandersetzungen. Ich bitte alle um Ruhe an dieser Stelle auch tatsächlich, dass wir unsere gemeinsam auf dem Parteitag beschlossene Linie nach außen kommunizieren können. Und wenn es inhaltliche Differenzen gibt, dann besprechen wir die da, wo es hingehört, nämlich entweder im Parteivorstand oder in der Fraktion oder zwischen den Gremien, um uns wieder auf eine gemeinsame Position zu verständigen. Und wenn andere dann trotzdem, und ich finde, das gehört zum demokratischen Diskurs in einer Partei, wir sind eine demokratische Partei, andere Positionen vertreten wollen, dann ist das total okay, weil das Spiegelbild auch zur gesellschaftlichen Debatte ist und eine demokratische Partei, die eine klare Position vertritt, das trotzdem aushält, wenn es da Einzelpositionen gibt, die von dieser Position abweichen sollten. Ich bin sehr gespannt, ob die Bitte um Ruhe tatsächlich erhört wird. Wann nimmt Sarah Wagenknecht eine führende Rolle in der Partei ein, fragt Frank Winter bei Facebook. Sarah Wagenknecht war lange stellvertretende Parteivorsitzende, sie war Fraktionsvorsitzende, sie hat also in verschiedenen Funktionen schon sehr führend für die Partei gewirkt und sie ist ja immer noch eine sehr prominente Politikerin unserer Partei und von daher darf man in diesem Zusammenhang durchaus immer noch auch von einer durchaus starken und wie ich finde auch führenden Rolle von Sarah Wagenknecht an dieser Stelle sprechen. Natürlich hat der Parteitag Janine Wissler und mir als Parteivorsitzende das Vertrauen ausgesprochen. Die Fraktion wird geführt von Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali und ich finde, wir vier arbeiten sehr gut zusammen und das ist wichtig, dass wir geschlossen auch nach außen auftreten und das tun wir auch. Wir machen noch mal eine Schnellfragerunde, weil es so schön funktioniert hat. Welche politische Entscheidung hat Sie am meisten geprägt? Für mich war ganz zentral, natürlich auch mit meiner Biografie verbunden, die Wendeerfahrung und die politischen Entscheidungen, die in diesem Zusammenhang gefällt wurden. Die Wendezeit war eigentlich für mich die Zeit, die mich am stärksten politisiert hat. Und was man, Entschuldigung, Schnellfrage. Erklär gleich nochmal, was Schnellfragerunde ist. Entschuldigung, die Wendezeit war für mich ganz zentral. Maskenpflicht im nächsten Corona-Winter? Ich glaube, dass wir mit der Maske uns selbst, aber auch andere schützen und von daher ja. Können Waffen Leben retten? Waffen nehmen Leben, egal wer sie abfeuert. Können wir es schaffen, die Welt waffenfrei zu machen? Das ist ein hehres und schönes Ziel und ich glaube, dafür lohnt es sich, politisch zu streiten. Bis in die Nacht arbeiten oder Work-Life-Balance? Das zweite ist ein Wunschtraum, das erste Realität. Der Grundgedanke der DDR war gut, ja oder nein? Den Anspruch, einen demokratischen Sozialismus zu errichten, nach wie vor richtig. Die DDR ist an ihrem Demokratiedefizit gescheitert. Das 9-Euro-Ticket verlängern? Unbedingt. Muss ein Politiker bekannt sein? Darauf arbeiten wir ja gerade hin und ich glaube, es ist von Vorteil. Waren Sie schon mal der Wirtschaft dankbar? Puh, das ist schwierig. Dann, wenn Sie Ihre Steuern ordnungsgemäß abführen, dann bin ich Ihnen sehr dankbar. Mit wem lieber Abendessen, Merkel oder Wagenknecht? Ich finde, das sind beides sehr interessante Gesprächspartner. Wenn Sie nur eine haben können? Dann natürlich Sarah Wagenknecht. Welche politische Entscheidung hat Sie zuletzt zum Weinen gebracht oder stolz gemacht? Stolz hat mich natürlich die Entscheidung des Parteitages gemacht, mir das Vertrauen auszusprechen, als Parteivorsitzender zu arbeiten. Das hat mich sehr stolz gemacht und vielleicht hatte ich auch eine heimliche Träne im Knopfloch. Dann kommen wir mal zum großen Komplex Russland und Ukraine. Da gibt es natürlich auch viele Fragen. Wir nehmen auch weiterhin gerne Ihre, eure Fragen hier an. Die Linke will Frieden mit Russland, ohne dabei das System Putin zu stützen. Wie soll das gehen, wenn die Unterstützung der russischen Bevölkerung für Putin so dermaßen groß ist? Ja, das ist tatsächlich eine Frage und ich finde die sehr klug und ich weiß, dass die in der Gesellschaft intensiv diskutiert wird, auch in unserer Anhängerschaft und Wählerinnenschaft, die eigentlich zwei Grundwerte unseres politischen Selbstverständnisses als Partei berührt und wir machen es uns da nicht einfach, nämlich erstens, wie kann ein militärischer Konflikt mit
zivilen Mitteln und nicht mit militärischer Logik beendet werden. Und wir erklären ja auch klar, dass es politischen Druck braucht, diplomatische Initiativen, auch wirtschaftlichen Druck, also auch gezielte Sanktionen, dass es humanitäre Unterstützung für die Ukraine und auch finanzielle Unterstützung für die Ukraine braucht. Aber vor allem braucht es Druck auf das Regime Putin, um diesen Krieg zu beenden. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch, und wir sind ja nicht naiv, dass dort ein aggressiver, imperialer, kapitalistischer Staat völlig ungerechtfertigt einen Nachbarn, ein bis dahin friedliches Nachbarland sozusagen, überfällt. Und das ist natürlich völlig inakzeptabel. Und das rührt auch an unser Grundverständnis, an unser antifaschistisches Grundverständnis. Und wir bemühen uns sehr darum, beide Werte hochzuhalten, sowohl den Antifaschismus an dieser Stelle als auch die zivile Konfliktlösung. Und wir wissen, dass wir uns in einem Spannungsverhältnis da bewegen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Partei diese Position in der Gesellschaft vertreten, dass wir Ansprechpartnerinnen sind auch für diejenigen, die sowohl antifaschistisch eingestellt sind als auch auf zivile Konfliktlösungen ihre Hoffnung ausrichten. Und wir sind diese Partei, die diese Funktion ausübt. Wie wollen Sie nach all den problematischen Reaktionen auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine die Glaubwürdigkeit Ihrer Partei im Bereich Außenpolitik wiederherstellen? Wir sind da in einem intensiven Diskussionsprozess in der Partei und wir haben auf dem Parteitag auch klare Entscheidungen gefällt. Wir verurteilen diesen Angriffskrieg als völkerrechtswidrig ohne Wenn und Aber. Und Völkerrecht und Menschenrechte haben für uns unteilbare Gültigkeit. Und das haben wir klar auf diesem Parteitag nochmal beschlossen. Und das ist auch die Position, die die führenden Politikerinnen und Politiker der Partei nach außen vertreten. Und das machen wir geschlossen an dieser Stelle. Der Parteitag hat uns auch den Auftrag gegeben. Und das ist die Diskussion, in die wir jetzt eintreten, nicht nur in der Partei, sondern auch mit der Gesellschaft, wie eine zivile Konfliktlösungsordnung oder eine zivile Friedensordnung aussehen kann. Und für uns haben ganz klar Vorrang dort zum Beispiel die Vereinten Nationen, aber auch die Organisation für Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa. Die Stärkung also einer zivilen Konfliktlösung auf europäischer Ebene und damit auch in der Europäischen Union. Das sind Diskussionen, die wir jetzt führen, wo wir Konzepte erarbeiten und wo wir auch Vertrauen in unsere Außenpolitik gewinnen werden. Klar, ich weiß, wir werden da überzeugen müssen. Aber ich habe das Vertrauen, dass wir zu klugen Entscheidungen kommen. Wir sind zu klugen Entscheidungen schon gelangt. Wir werden zu weiteren klugen Entscheidungen kommen. Und wir werden mit diesen Entscheidungen auch wieder Vertrauen gewinnen und Leute überzeugen. Schon vor dem Ukraine-Krieg haben sich viele Menschen Sorgen um ihren Arbeitsplatz gemacht. Jetzt kommen hohe Energiekosten und möglicherweise sogar noch ein Konflikt mit China hinzu. Was sollte aus Ihrer Sicht getan werden, damit Arbeitsplätze in Deutschland gesichert werden? Ich kann ein ganz konkretes Beispiel an der Stelle geben. Ich habe gestern erst mit unserem Landesvorsitzenden aus Brandenburg telefoniert, um mich auf den jüngsten Stand der Entwicklung, was die Raffinerie in Schwedt betrifft, also PCK, zu bringen. Wir stimmen uns da regelmäßig ab. Und die Entwicklungen sind da an der Stelle sehr besorgniserregend, tatsächlich, weil die Bundesregierung sich freiwillig dazu bereit erklärt hat, das russische Ölembargo, was die Europäische Union ja verhängt hat, auch für die Landpipelines zu erweitern, also zum Beispiel für die Druzhba-Pipeline an dieser Stelle. Und das gefährdet massiv 3000 Arbeitsplätze vor Ort. Und es ist zwar schön, wenn der Wirtschaftsminister dann dahin fährt und verspricht, dass es eine Lösung gibt, aber ein Versprechen reicht nicht. Er muss Wort halten. Und es gibt noch immer keinen Garantieplan für die Region. Es gibt noch immer keine Jobgarantien. Und jetzt gibt es aber ein Angebot von Rosneft an dieser Stelle, also von dem russischen Ölkonzern, kein russisches Öl zur Verfügung zu stellen, sondern kasachisches Öl. Und trotzdem gibt es noch keine Entscheidung der Bundesregierung an dieser Stelle. Und warum nicht kasachisches Öl, das nicht von einem Embargo betroffen ist, um die Arbeitsplätze zu sichern, um die Region zu schützen? Und ich verstehe nicht, warum da nichts passiert. Und wir werden weiter Druck machen, damit die Jobs, die im Osten Deutschlands, insgesamt in Deutschland, auch an der Energiefrage hängen, gesichert werden. Das war ein ganz konkretes Beispiel. Und wir werden weiter Druck ausüben. Welchen Mindest- und Höchststeuersatz auf Einkommen strebt die Linke an? Wir streben einen Spitzensteuersatz auf Einkommen
von 53% an. Also die guten alten Zeiten von Helmut Kohl würden wir gern bei der Einkommensteuer wiedersehen. Der Eingangssteuersatz von 14% wird von uns nicht angerührt. Allerdings wird dort die Bemessungsgrundlage sozusagen verändert, in dem Sinne, dass der Eingangssatz verändert wird, erst ab 14.000 sozusagen das dann auch zum Tragen kommt. Das heißt, wir entlasten untere Einkommen. Wir entlasten auch, indem der Eingangssatz für den Spitzensteuersatz erhöht wird auf 70.000 mittlere Einkommen. Aber wir wollen höhere Einkommen massiv und stärker besteuern. Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und da sind wir auch ganz klar. Offensichtlich sind nicht alle Menschen bei dem, was Sie mit den guten alten Zeiten von Helmut Kohl meinen, einverstanden. Julian fragt auf Facebook, was wollen Sie bei den von Ihrer Partei angestrebten Steuersätzen machen, um die Abwanderung von Leistungsträgern zu verhindern? Ja, erstmal gibt's ja keinen Brain Drain aus Deutschland weg. Und wenn Ihre Steuersätze noch nicht. Naja, die Steuersätze, die sind ja früher bereitwillig auch von anderen Leistungsträgern und Trägern gezahlt worden. Und dass die Steuern insbesondere für Besserverdienende und Reiche gesenkt worden sind an dieser Stelle, ist ja eine Folge eines neoliberalen Kurswechsels, der die gesamte Gesellschaft erfasst hat. Und das führt ja zu einem massiven Wachstum von Ungleichheit. Das reichste Prozent in Deutschland verfügt über ein Drittel des Vermögens. Die reichsten 10% in Deutschland verfügen über 2/3 des Vermögens und die übrig bleibenden 90% verfügen sozusagen über das letzte Drittel des Gesetzes. Und wer die Ungleichheit nicht erkennt und dagegen politisch nicht vorgeht, der hat das Herz halt an dieser Stelle nicht am rechten Fleck. Und deshalb ist es für uns natürlich eine politische Kernfrage, auch für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen, auch im Bereich der Steuerpolitik. Und ich sehe nicht, dass irgendeine Leistungsträgerin oder ein Leistungsträger weggeht, wenn die Steuersätze für Spitzenverdiener und vor allem aber auch für Reiche an dieser Stelle erhöht werden. Das betrifft ja nicht den Mittelstand. Wie gesagt, den entlasten wir genau wie die geringeren Einkommen. Aber wir wollen natürlich, dass die Wohlhabenden und Reichen ihren gerechten Anteil am Steueraufkommen zu leisten haben. Das ist für uns eine Frage der Selbstverständlichkeit. Wann machen Sie wieder Politik für die Arbeitnehmer? Bei allem Verständnis für Geschlechterdebatten und Antirassismus, die alle richtig und notwendig sind, schmiert mir das am Ende als Dachdeckermeister nicht die Butter aufs Brot. Da mag der Dachdeckermeister recht haben, aber ich kann Ihnen, also dem Dachdeckermeister, ich kann ihm versichern, dass wir natürlich Politik für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen, indem wir zum Beispiel gemeinsam mit den Gewerkschaften für bessere Löhne streiten, indem wir uns dafür einsetzen, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden, dass zum Beispiel auch der Mindestlohn erhoben wird. Das ist aber auch, wenn es eine Phase der Arbeitslosigkeit gibt, bessere soziale Sicherungssysteme wieder greifen und die Leute abgesichert sind, dass sie eben nicht arm trotz Arbeit sind. Und all das sind Kernfragen von Gerechtigkeit auch in der Gesellschaft, die wir ausüben. Bessere soziale Sicherheit, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne. Und da kann ich dem Dachdeckermeister auf den Weg geben, dass wir als Partei da überhaupt gar nicht wanken und wackeln. Das ist auch nie der Fall gewesen. Und von daher machen wir ganz klar Politik für ihn. Unterstützen Sie die Ampel bei der Frage der Cannabis-Legalisierung? Finde ich richtig, ja. Unterstützen wir ausnahmsweise mal die Ampel. Warum will die Linke, die Hage Meyer bei Facebook geschrieben, die er früher mal wählte, immer mehr Zuwanderung, mehr EU bzw. mehr Länder in die EU und mehr Globalisierung? Naja, was die Frage der Osterweiterung, also der Europäischen Union betrifft, das ist ja ein langer Prozess, wo die Beitrittskandidatenländer seit vielen Jahren daran arbeiten, überhaupt erstmal den Rechtsstand umzusetzen, der sie befähigt, in die Europäische Union einzutreten oder aufgenommen zu werden. Das ist erstmal keine aktuelle politische Entscheidung, die da ansteht und auch nicht in näherer Zukunft. Ich persönlich glaube, dass wenn es gelingt, Entscheidungsweisen in der Union, in der Europäischen Union so zu verändern, dass sie demokratischer werden, dass also nicht zum Beispiel eine Steueroase wie Luxemburg oder Malta oder Irland oder die Niederlande politische Entscheidungen blockieren können, weil sie eben die Steuersünder schützen wollen, dann kann man darüber nachdenken, dass man den Weg in Richtung Erweiterung geht. Aber dafür braucht die Europäische Union eine massive Demokratisierung ihrer politischen Entscheidungsprozesse. Und was die Globalisierung betrifft, da sind natürlich viele Sachen in der Vergangenheit falsch gelaufen. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube nicht, dass es einen Weg zurück gibt aus der Globalisierung, weil wir einfach internationale Wertschöpfungsketten, internationale Lieferketten haben. Aber was wichtig ist,
ist, dass wir hier in Deutschland auch wieder darüber nachdenken, wie strategische Industriesektoren hier bei uns auch leistungsfähig sind, ohne abzuhängen zum Beispiel von russischen fossilen Energieträgern. Ganz klar müssen wir den Weg in Richtung Energiewende gehen. Da sind Fehler gemacht worden in der Vergangenheit. Und das heißt für uns, wir müssen Erneuerbare hier fördern und zwar eine massiv beschleunigte Energiewende herbeiführen, damit die heimische Industrie unabhängig ist von externen fossilen Energieträgern zum Beispiel, um wiederum nur ein Beispiel zu nennen. Das sind Dinge, da teile ich auch Globalisierungskritik zum Teil und da teile ich auch Erweiterungspolitik zum Teil. Eine schaffen wir noch. Was halten Sie von Altersvorsorge durch langfristige Investitionen in Aktienfonds und von privater Altersvorsorge? Naja, das hat ja dazu geführt, die Teilprivatisierung auch der Rente und auch das Werben von früheren Bundesregierungen für einen Einstieg in teilprivatisierte Rente wie Riester, Rürup etc. etc., dass das Rentenniveau insgesamt gesenkt wurde. Das war vor allem für Geringverdienende, die sich eben keine private Altersvorsorge leisten können, eine fatale Entwicklung. Das halte ich für den völlig falschen Weg. Wir brauchen mindestens eine solidarische Mindestrente. Wir müssen zurück zum alten Rentenniveau von 53%. Auch hier nochmal der Verweis auf die guten alten Zeiten von Helmut Kohl, den ich für alles kritisiere, an dieser Stelle aber nicht für das Rentenniveau. Und von daher halte ich die Privatisierung für den falschen Weg. Ganz im Gegenteil, wir brauchen starke öffentliche Rentensysteme. Martin Schirdewan, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war Frag selbst. Einen schönen Tag. Tschüss. Dankeschön.